Mann. Vollidioten. Schon, gell. Jetzt könnte ich echt mein Auto auch sprengen. Schauen wir mal zu. Die ist noch echt so dämlich. Ich kann in dieser Position die ja nicht mal mehr hinstellen. Also kann man nochmal wieder aufrichten. Und was gibt's hier? Einen Posten zum Freischalten gibt's hier. Sonst noch was? Vielleicht ein Diamant. Ein Auto vor allem. Oh, da ist er wer. Mal ducken, wann das checkt, dass ich hier bin. Ah, die sind ja wirklich dumm mit meiner Spezialfähigkeit, die ich habe. Klar, ne? Ah, so. Versteck dich nicht so. Achso, ich verstecke mich auch. Da ist noch wer. Ah. Kann ja sein, dass hier ein Diamant ist? Ja. Da geht's hoch. Und da ist der Koffer. Mit plus einem Diamanten. Aber ich habe mein schönes Auto. Und das ist das Wichtigste. Ich platziere jetzt nochmal hier meinen Sprengstoff. Und es kann wieder schneller weitergehen. Ach, ich gehe doch lieber den Weg hier. Oh, es war jetzt zu weit. Nee, jetzt. Auto. Mobile hinter mir. Wenn es jetzt schon wieder so wäre. Ist klar, ich sehe euch ja nicht mal. Geht von meinem Auto weg. Ich sag's euch. Ach, ihr Deppen. Schon, gell? Ich merke, dass du getroffen bist. Wie können die... Die schießen doch echt durch den Hügel durch. Abartig. Ist mir jetzt auch neu, dass man das kann. Sterben wollen sie schon, ja. Ah, gegen meinen Schuss können. Gegen meine Schießkunst haben die aber keine wirkliche Chance. Ich muss nur mal schauen, welcher Modus eigentlich noch eingeschaltet ist. Heftig, das ist gut. Nicht, dass das jetzt total einfach wäre. Bitte verschwinde nicht, Sprengstoff. Ach, ich kann nicht reparieren, weil der da oben liegt. Verdammt. Wenn es da hinten Munition gibt, dann nehme ich ein anderes Auto. Passt auch. Dann kann ich das sprengen. Voraussetzung natürlich, hier gibt es Munition.
Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Vielleicht irgendwo anders. Ich meine, irgendwas muss ja hier sein, dass die andauernd hier Wache schieben. Hä? Egal. Dann fahren wir halt, halt so weiter. Nein, nicht da hoch. Oh ja. Ich hätte es woanders platzieren sollen. Ah nee, das dauert mir jetzt doch zu lange. Nur mehr ein einziger Sprengstoff. Wenn ich den da anbringe. Hier. Könnte ich es dann noch reparieren? Ja. Logisch. Aber ich meine, eigentlich müsste er dann mit hochgehen an der Motorhaube, also. Kann wohl nicht so interagieren. Weil das wohl eine Animation ist. Nee, ist klar. Nochmal speichern. Seeverpanne mal wieder. Dort müssten wir in Sicherheit sein, so halbwegs mal, also dass wir nicht angegriffen werden. Ah, so ist es. Gut, dann bin ich ja richtig. Oh. Ich sollte mir auf die Straße schauen. Jetzt ist hier der die Steigung zu stark. Jetzt kann ich es nicht reparieren. So. Jetzt aber. Das sind so kleine Sachen, die nicht ganz so logisch sind. Ich meine, eigentlich würde es ja niemanden stören, weil unser Charakter steckt halt an dem Boden fest. Toll. Das sieht sich ja eh nicht von außen, also von dem her. Richtig bin ich schon. Nicht so ganz. Ich muss darüber. Ja, jetzt bin ich richtig. Auf der Straße hier komme ich zu unserem Konvoi, denn ich will auch die nächste Waffe unbedingt haben. Oh. Ach, ich hätte Munition mitnehmen können beim letzten Mal. Bei der Position, also bei der kleinen Stadt da. Dorf, ja. Ich bin immer noch richtig. Dogon Village ist hier auch. Ah, hier gibt's Muni. Na, wie komme ich da rüber? Ja, nee. Naja, es langt mir, wenn ich hier irgendwas finde. Ob das auch als Muni zählt für das oder brauche ich da Sprengstoff? Ja, ich brauche tatsächlich Sprengstoff. Und den gibt's bei meinem kleinen Haus da hinten. Geniale Drehung. Frage, wie ich da hinkomme. Tja. Ah, hier gibt's auch. Reichlich. Sachen. Na toll, da muss ich ja so weit laufen. Nee. Hab jetzt auch keine Lust.